Besten Dank, beste Dank. So, jetzt bist du dran, mein Junge, ja? Einen Augenblick, Frau Doktor, bitte schön. So ist alles da, Fischzettel ist drinnen, macht 53,85. Ich habe auch noch 50. Macht nichts, verrechnen wir Mittwoch. Schöne Grüße zu Hause, bitte schön, Frau Doktor. Oh, Sie sind aber schon ziemlich geplündert, ja. Heute stürzt sich alles auf Salat und Gemüse und das Obst bleibt mir liegen. Ja. Aber ich habe hier noch schönen Chinakohl oder Auberginen oder Paprikaschoten und den letzten Kopf für Sie. War heute früh noch auf dem Acker. Fühlen Sie selber. Ach, nein, geben Sie mir lieber von den Trauben dann Pfund. Aber bitte schön, natürlich, Frau Doktor. Ja? Na, heiße Salate auf die Bronchien, Frau Doktor. Das lässt, glauben Sie mir, ja? Oder noch besser, Sie nehmen einen schwarzen Rettich, so einen richtigen runden Radi, ja? Nicht? Schneiden ihn unten ab, setzen ihn auf ein Glas, hellen ihn oben schön aus, viel Candiszucker hinein, der lässt sich auf und stechen mit einer Stricknadel ein Loch in dem Radi, damit der Saft schön in das Glasel rein dreppeln kann, ja? Das schmeckt scheißlich, aber es hilft, ja? 1,50 ist gut gewogen, Frau Doktor. Wahrscheinlich, weil sich keiner getraut zu husten. Aus Furcht, er muss das schlucken. Hm? Na, lachen Sie nicht, Frau Doktor, aber ich schwöre drauf, unsere Altvorderen, die waren nicht die dümmsten. Ach, Sie mit Ihren Hausmitteln. Ja, was das angeht, Frau Doktor, Ihre Mittel haben bisher nur immer den Apotheker genützt. Bis Mittwoch, Wiedersehen. Bis Mittwoch, Frau Doktor. Dankeschön, Frau Doktor. Wiedersehen. Der Laden dicht. Und nur Schluss. Für heute. Morgen ist ja auch noch ein Tag. So. Blödes. Das war eigentlich nicht unbedingt nötig. Ach du Schande. Und am Wochenende habe ich ihm noch so schön lackiert. Na, sehen Sie sich das mal an. Das kann man doch alles wieder reparieren. Ja, und womit fahre ich in der Zwischenzeit mein Obst und mein Gemüse aus? Na, mit dem Leihwagen natürlich. Na, kann man sich denn so einen Wagen leihen? Das ist doch ein Spezialfahrzeug. Meine Güte, für Ihr Gemüse wird es schon was tun. Sie kriegen das ja von meiner Versicherung bezahlt. Ja, wie Versicherungen schon so bezahlen. Ich war schon einmal im Recht und dann habe ich meinem Geld nachlaufen müssen. Das war, wie ich einem Polizisten angefahren habe. Ja, da konnte ich genauso wenig dafür wie heute.
Der dumme Mensch kniete im Dunkeln auf der Straße und suchte nach einer Blutspur, weil da ein schwerer Unfall passiert war. Erzählen Sie mir das alles? Das interessiert mich nicht. Ja, Sie nicht? Ich muss mich ja mit der Versicherung herumschlagen. Und ein gebranntes Kind scheit das Feuer. Weil ich den Polizisten nicht habe überfahren wollen, da habe ich mein Fahrzeug herumgerissen und habe ein Motorradl überrollt, das dort hätte gar nicht stehen dürfen. Was glauben Sie, wie mein Magen ausgesehen hat? Und was hat die Versicherung gemacht? Diesen da, die Brüder kenne ich. Wenn man sich heute aufs Rad setzt, ist man sein Leben nicht mehr sicher. Und das Fuhrwerk sieht danach mit auf die Straße rum. Ist das verboten? Wie ihn hat doch der Mann bremsen müssen. Kann ich mich vielleicht in Luft auflösen, Armleuchter? Herr Puzinski! Geben Sie mir mal Ihr Warndreieck, damit nicht noch was passiert. Benachrichtigt doch mal die Polizei. Wozu die Polizei? Wer drauf wird, ist schuld. Wer schuld ist, bezahlt aus. Ich soll den Abschlepp mal aufstellen, es ist bald Feierabend. Frau Lohmeier! Frau Lohmeier! Ja. Frau Lohmeier, der Herr Puzinski hat einen Unfall. Da vorne ist mir eine Truff gefahren. Wo? Da vorne in der Rostdorfer Straße. Ist er verletzt? Nein, aber Sie sollen schnell die Polizei anrufen, aber nichts den Leuten sagen. Warum? Das weiß ich doch nicht. Also, das verstehe wieder mal, wer will. Das ist doch kein Blödsinn. Sie sind abgestiegen. Was haben Sie dann mit auf die Straße abzusteigen? Ich kann absteigen, wo ich will. Das geht Sie gar nichts an. Ihr Kist hängt ja jetzt noch schief. Kümmern Sie sich doch um Ihr Kiste. Die ist mindestens mit 30 Sachen hinten drauf. Da muss die aber geschlafen haben. Also wer drauf fährt, schläft meistens. Das heißt Isel. Salon Isel. Ist das Ihr Arbeitgeber? Ich bin es selbst. Frau Isel. Und Sie sind versichert bei der, wie heißt das? Fiduzia-Versicherung. Ja, wie ist das Leid? Wollt ihr euch friedlich einig oder blutig mit der Polizei? Also ich brauche keine Polizei. Sie nicht? Aber Sie? Na ja, für mich ist das natürlich ein Risiko. Von mir aus macht, was ihr wollt. Aber macht was, dass es weitergeht. Sonst mache ich was. Wieso ist das für Sie ein Risiko? Entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische, aber der Schaden an Ihrem Auto, das ist ein Zivilanspruch. Das hat mit der Polizei überhaupt nichts zu tun. Ja, aber die müssen doch das alles ausmessen und bezeigen. Wieso, wenn die Frau ihr Schuld zugibt? Ja, jetzt. Jetzt gibt sie die zu, die Schuld. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel. Aber später sagt sie dann, sie hat nie etwas gesagt, weil sie das gar nicht dürfte, wegen der Versicherung und so weiter. Nein, nein, meine lieben Leute, ich bin schon einmal eingegangen. Das war, als ich den Polizisten angefahren habe. Da war ich genauso schuldlos wie heute. Mein Pech war nur, hinterher war das alles anders. Die Versicherung von dem Motorradfahrer hat mir nämlich erklärt, ja, wenn Sie einen Polizisten ausweichen und dabei ein Motorrad überfahren. Das wird, glaube ich, länger Sache. Hol die Polizei. Ja. Wird aber auch Zeit. Wie lange stehen wir dann hier schon? Sie glauben anderen Menschen auch nur, wenn Sie es schriftlich haben. Schriftlich? Ja. Also, wenn ich es schriftlich hätte, wissen Sie, da kann später keiner mehr dran ritteln. Was? Langsam, ohne Polizei. Ich würde Abschleck brauchen. Erzähl es doch kein Märchen. Deshalb muss die Tusnell da doch nicht auffahren. Radfahrer und Fahrer mit Hut. Wenn ich die schon sehe. Was wollen Sie damit sagen? Ich dürfte hier kein Zeuge sein. Würden Sie mir bitte sagen, was Sie damit sagen wollen? Ach, lassen Sie mir doch mal Ruhe. Also ich hätte es auch ohne Polizei gemacht. Wozu? Ihnen bringt's nichts und die Frau kostet mir Geld. Und an mir soll es nicht liegen, aber... Der Schaden an Ihrem Wagen ist so hoch, wenn sich der alte Bock überhaupt noch reparieren lässt. Also bitte. Was nimmt eben die Polizei eigentlich bei sowas? Wissen Sie das? Ja, 120 Mark und 3 Punkte. Sie wissen es aber genau. Dreimal darf es rot, warum? Bitte sehr. Ich, Inge Isel, erkläre... Isel. Erkläre, dass ich an dem Unfall mit dem Wagen DACX171 die alleinige Schuld habe. Inge Isel. Danke, das genickt. Jetzt kommen die ja doch noch. Das wäre nun nicht nötig gewesen. Auf, wir kennen. Guten Tag. Guten Tag.
Wir sind die Beteiligten. Wir. Ist jemand verletzt? Nein, verletzt wurde niemand. Nein. Ja, da gibt's für uns nichts zu tun. Die müssen beide abgeschleppt werden. Wollt ihr bestimmt einen Abschleppdienst beauftragen? Nein. Wenn ich einen wüsste, aber glücklicherweise passiert das bei mir selten. Na, dann kommen Sie mal mit Führerschein und Zulassung zu unserem Fahrzeug. Ja. So, Sie können schon Platz nehmen. Augenblick bitte. Einer von Heiner 731 kommen. 731 für Heiner. Verständigen Sie bitte den Bezirksabschleppdienst zur Unfallstelle Rossdörfer Straße, Ecke Inselstraße. Bei den Unfallfahrzeugen handelt es sich um Kleinlast und Pkw. Verstanden. Ende. Ende mit Heiner. Bitte schön. Danke. So. Also, wie ist denn das nun zu dem Unfall gekommen? Na, ich also, bin hinter dem Wagen hergefahren. Ich habe bitte einer nach dem anderen. Darf ich? Vor mir war ein Radfahrer. Und der ist nach links rübergefahren. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Der ist nach links hinübergefahren, weil er auf die andere Straßenseite wollte. Dann ist er aber plötzlich abgestiegen. Und da habe ich eben gebremst. Denn wenn die Kiste runtergefallen wäre, der hatte nämlich so eine kleine Handwerkskiste auf dem Gepäckträger. Es war genug Platz. Sie hätten bequem daran vorbeifahren können. Also bitte schön, das müssen Sie schon mir überlassen. So, und Sie sind von Beruf? Händler. Obst und Gemüse, ja. Also Kaufmann, ja. Woher wollt ihr das überhaupt wissen, dass noch Platz genug war? Sie haben den Radfahrer ja gar nicht gesehen, wie Sie eben gesagt haben. Im Übrigen haben Sie Ihre Schuld bereits zugegeben. Bitte schön, Herr Wachtmeister. Darf ich mal? Natürlich bin ich drauf gefahren. Aber wenn Sie nicht so idiotisch gebremst hätten, dann wäre das Ganze nicht passiert. Na, das ist vielleicht eine Überlegung, Frau Doktor. Wenn das Kind nicht geboren worden wäre, dann hätte es keine schiefen Füße gehabt. Lassen Sie mir doch meine Ruhe. Solche Ansichten soll man nicht äußern. So, darf ich jetzt mal um Ihren Führerschein und die Zulassung bitten? Bitte. Machen Sie denn keine Abmessungen? Wozu? Der Sachverhalt ist klar. Verletzte gibt's keine. Was soll er mir da messen? Ihr Beruf, Frau Isel? Isel, Salon Isel, Haute Coiffure. Was denn das? Friseur. Sagst du das nicht gleich? Dann benennen Sie auch keine Zeugen. Ich hab gefragt, es hat sich keiner gemeldet. Oder können Sie jemand angeben? Den Radfahrer. Welchen Radfahrer? Na, wegen dem ich habe bremsen müssen. Ja, wo ist er? Tja, der war die ganze Zeit noch da. Die Frau hat doch ihr Schuld anerkannt. Hans, was meinst du? 3000? 2,5 ist ja mehr Blechschade. Ich glaube nicht, dass das Fahrgestell was abgekriegt hat. Tja, Frau Isel, wir können den Unfall an Ort und Stelle gleich abschließen, wenn Sie bereit sind, schriftlich anzuerkennen, dass Sie der Unfallverursacher sind. Aber das habe ich doch schon getan. Nicht bei mir. Das hat zivilrechtliche Bedeutung. Hier geht es um eine strafrechtliche Sache. Dann darf ich das wieder einstecken? Dürfen Sie. Dankeschön. Nein. Ja, bitte. Sie. Und wie geht es dann weiter? Sie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Bußgeldbescheid bekommen. Und ich wende mich dann Sie an... Sie wenden sich mit Ihren Ansprüchen an die Dame oder deren Versicherung. Ihre gegenseitigen Adressen haben Sie ja. Kann ich nicht erst mit meinem Mann sprechen? Sie müssen das jetzt nicht unterschreiben. Es entsteht Ihnen dadurch keinen Schaden. Ich meine, Sie ersparen uns eine Arbeit. Es wird außerdem billiger. Ich denke nur, weil die Versicherung immer sagt, dass... Ja, im Zweifelsfall, aber wenn der Sachverhalt klar ist. Und der ist klar. Im Übrigen haben Sie Ihre Schuld ja schon anerkannt. Eben. Und wenn er Ihnen ein noch so großes Trinkgeld versprochen hat... Also weißt du das nicht? Ich kenne Sie und ich kenne die Trinkgelder von Dr. Wolf. Freitag, Herr Walz. Überlegen Sie doch mal selbst. Der Fiat sollte gestern schon fertig sein. Wo ist denn da noch Luft? Wo ist er denn? Sein BMW. Na ja. Na, was habe ich dir gesagt? Der wird doch mal fahren dürfen. Na, wie sieht's aus? Ein neues Kupplungsseil ist zwar keine Affäre, aber da ist jetzt nicht mehr drin. Freitag um 4, tut mir leid. Ja, aber ich habe Sonntagsdienst. Ich habe keinen Mann frei. Und Sie? Ausgeschlossen. Sehen Sie sich mal um, die sollen alle noch raus. Zwei davon müssen noch Probe gefahren werden. Ihr macht's euch leid, Freunde. Nichts drin. Wenn ich das sagen würde. Ich verstehe Sie, Doktor, aber ich kann nicht mehr als arbeiten. Es ging ja auch nicht gegen Sie.
Haben Sie wenigstens einen Ersatzwagen für mich? Irgendeinen fahrbaren Untersatz? Das weiß ich nicht. Müssen Sie den Chef mal fragen. Wie ist denn der Kilometerstand? 15.000. 15.000. Mhm. Und, tja, bis wann? Ja, was meinen Sie? Montag. Wo ist denn der Meister? Ich glaube, in der Werkstatt. Warte mal einen Moment. Hm? Dankeschön, dass Sie mich haben mitfahren lassen. Nach Hanomagins haben die hier nicht, wenn Sie das glauben. Wie schön, dass Sie das jetzt schon sagen. Vorsicht, die Tiere geht ganz leicht. Aber wissen Sie, ich habe das Auto vor Jahren hier günstig gebraucht gekauft. Sogar eine Garantie haben Sie mir noch gegeben, ja. In der Zeit habe ich mich an die Leute hier gewöhnt und so bin ich eben heute noch da. Für Sie. Danke. Wofür? Sie müssen immer nur denken, das Auto gehört Ihnen. Er ist eben nicht mehr der Jüngste. Ich möchte gern Herrn Dietz sprechen. Oh, Herr Dietz hat jetzt eine Besprechung. Warum geht es denn? Wie lange kann das dauern? Kann ich Ihnen helfen? Ich brauche ausnahmsweise mal einen Ersatzwagen. Ich bin Arzt. Ach, ja, kommen Sie mal bitte mit. Bitte schön. Danke. Der Radfahrer steigt ab, ich bremse. Aber in dem gleichen Augenblick, da tut's auch schon einen Schlag. Also, ich sage Ihnen, ich hätte glauben wegen, ein Elefant tritt gegen den Wagen. Ja, so sieht auch aus. Das wird nicht ganz billig. 2,5 bis 3.000 hat die Polizei gemeint, für beide. Da hatten die aber ihren Gutmütchentag. Das reicht ja noch nicht mal für Sie. Nur sagen Sie nur, dass Polizisten sind keine Sachverständigen. Und hat das für mich irgendeine Bedeutung? Absolut nicht. Die verschätzen sich manchmal ganz gern. Denn je größer der Schaden, den Sie annehmen, desto höher das Bußgeld, das wir verpasst kriegen. Außerdem ersparen Sie sich die Arbeit. Oder haben Sie vermessen? Nein. Na bitte. Ja, das war doch gar nicht nötig, Herr Wiegand. Ich habe die Schuld nämlich schriftlich. Ich meine, von der Frau. Bitte. Schon was wert. Ja. Wie alt ist denn der Wagen? Bald 5 Jahre. Ja, dann müssen wir mal abwarten. Wieso abwarten? Ich bin im Recht. Also mehr im Recht kann ein Mensch gar nicht sein. Bei diesem Alter kommt es meistens darauf an, wie sich die Versicherung dazu stellt. Aber ich glaube schon, dass Sie die Reparaturkosten übernehmen. Nur Schuld ist Schuld. Und die habe ich schriftlich. Natürlich. Ich sehe mal nach dem Meister, der muss sich das mal ansehen. Hm? Sollen wir bloß nicht so kommen? Ich berede dich. Und eine rote Nummer ist auch nicht frei. Ja, kann man nichts machen. Danke. Es tut mir leid für Sie, Herr Dr. Wolf. Ich kann Ihnen auch nicht helfen. Eines weiß ich mit Sicherheit. Meinen nächsten Wagen kaufe ich dort, wo man mir einen Wochenendservice bietet. Einen Notdienst, der verhindert, dass ich wegen eines läppischen Kupplungsseiles von Freitag bis Dienstag auf meinen Wagen verzichten muss. Und es gibt solche Autohäuser. Sicher, und ich kann auch Ihre Verärgerung verstehen. Aber bei einem Autohaus unserer Größenordnung ist das ein sehr schwieriges Problem. Herr Dr. Wolf, bei größeren... Wie Sie das lösen, entschuldigen Sie, das ist Ihre Sache. Andere haben sich ja auch zu einem Notdienst zusammengefunden. Ärzte, Apotheker, Polizei und Feuerwehr. Das funktioniert im sanitären Bereich ebenso wie in der Stromversorgung. Gar nicht zu reden von Bahn, Post, Taxis. Nur Sie in Ihrem Gewerbe. Sie tun, als ginge Sie das Interesse der Allgemeinheit von Freitag bis Dienstag nichts an. Sie können sich ja einen Wagen mieten. Vielen Dank für den klugen Rat. Wozu habe ich schließlich ein eigenes Auto? Das Problem ist doch ein ganz anderes. Wir führen Gebrauchtwagen aller Fabrikate. Wer bezahlt denn die Wartestunden für die Allround-Monteure? Wer bezahlt denn meine Wartestunden? Die der Apotheker und so weiter. Und meinem Notdienst geht kein freier Tag voraus. Wer bezahlt die Wartestunden all der anderen, die Bereitschaftsdienst haben, falls einer ihrer Kollegen ausfällt? Beispielsweise der Busfahrer, der Lokführer. Worum geht's denn? Ich fürchte, Sie werden sich hier noch einiges einfallen lassen müssen. Denn ich bin sicher nicht der Letzte, der sein Autohaus wechselt. Oder gar die Marke. Weil ihm für den Notfall nur die Adressen der Leihwagenfirmen geboten werden. Guten Tag. Er wollte einen Ersatzwagen, weil wir keinen Notdienst hätten. Die anderen hätten ihn ja auch. Tja, da hat er leider recht. Bitte. Ja.
Na, wie soll ich denn hier parken? Na, etwas Geduld haben. Nur nicht tot und ich reibe ja auf. Das sind, Sie sehen ja, dass ich aufräume. Moment. Schwarz. Also. Hallo. Na, Leute haben heute keine Geduld mehr. Das geht aber nicht. Das kann hier nicht bleiben. Die Wagen aber auch nicht. Morgen ist Samstag. Ich nehme mir heute noch einen Leihwagen und hole alles ab morgen in der Früh. Am Samstag, Herr Angermann, sind doch nur die Verkäufer da. Sie haben vielleicht eine Logik. Ja. Wann bitte kriege ich eigentlich meinen Wagen? Und wann ist der fertig, wenn Sie Montag anfangen? So schnell schießen die Preußen nicht. Erst muss einmal der Sachverständige ran. Ja, und wenn dann alles klar ist und Sie erteilen den Auftrag. Verzeihung, ich erteile nicht Auftrag, ja? Das kenne ich zu Genüge, mein Lieber, nicht? Wer Auftrag erteilt, bezahlt, ja. Liebe Leute, hier muss die Versicherung bezahlen. Und darum muss Versicherung auch Auftrag erteilen. Nicht so ganz, Herr Brodschinski. Auftraggeber ist in jedem Falle der geschädigte Kunde. Die Versicherung schickt uns zwar die Kostenübernahmeerklärung, aber den Auftrag, den müssen Sie schon erteilen. Sagen Sie, wo ist da logische Begründung? Wenn es Versicherung ernst ist mit Übernahme von Kosten, ja, warum erteilt sie da nicht Auftrag? Das Auto gehört Ihnen und nicht der Versicherung. Aber wie dem auch sei, Hauptsache ist doch, sie übernimmt die Kosten, oder? Richtig, ja. Dann erteile ich Auftrag nach Kostenübernahmeerklärung von Versicherung. Bitte. Wie Sie wollen. Ja, gleich. Aber das verzögert unter Umständen die Reparatur. Und das kann wieder Ärger geben wegen der Schadensminderungspflicht. Ja. Der Schaden wird doch dadurch nicht größer. Tja, nicht an Ihrem Auto, aber bei den Leihwagenkosten. Und der Gesetzgeber sagt, Sie sind verpflichtet, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Ich? Ja. Na, und die Versicherung? Ja, die auch. Ja. Da muss die Versicherung die Kostenübernahmeerklärung so schnell wie möglich herschicken. Dann kann ich den stehen, Verzögerung bei Reparatur. Oder muss ich die Kostenübernahmeerklärung beantragen? Nein, nein, das machen wir schon. Aha. Die Versicherung schickt uns den Sachverständigen und dann müsste Wann? Ja, sofort nach Eingang der Schadensmeldung durch den Schädiger. Aha. Denn jeder Tag kostet Geld und so wie das Gutachten bei der Versicherung vorliegt, geht die Kostenübernahmeerklärung an uns ab. Bei Ihnen, Herr Brodschinski, ist ja rechtlich alles klar. Da ist alles klar. Ja, ja, sofort. Soll ich mich inzwischen mal nach so einem Leittransporter für Sie erkundigen? Vielleicht bei Leihwagenzunder? Ach, das finde ich aber freundlich von Ihnen, Wiegel. Besten Dank. Bitte schön. Na, Herr Angermann, wie lange dauert's? Na, 14 Tage mindestens. Schon wegen der Ersatzteile. Ach du meine Güte. Das ist eben doch eine größere Sache. Die Pritsche ist verschoben, hat aufs Führerhaus gedrückt. Hier, sehen Sie. Möglicherweise muss der Rahmen gerichtet werden. Ob auch der Achskörper verbogen ist, kann ich so nicht feststellen. Alles in allem, es erhebt sich die Frage, ob sich eine solche Reparatur überhaupt noch lohnt. Ich glaube, ich höre nicht recht. Ob sich, wie soll ich das verstehen? Der Wagen ist jetzt wie alt? Na, beinahe 5 Jahre. Ja, aber das spielt doch bei dem Wagen überhaupt gar keine Rolle. Der Wagen war ja völlig in Ordnung gewesen, ist ja einwandfrei gefahren, weil er immer schön regelmäßig seine Pflege gehabt hat. Ja, ein Wagen hat auch so etwas wie Treue, Herr Angermann. Einen Menschen, den tut man auch nicht an die Seite schieben, nur weil er 85 ist. Ich sage ja nicht, dass er Schrott wert ist. Aber natürlich, wenn sich die Reparatur nicht mehr lohnt, na, was bleibt denn da anders übrig? Aber nein, nein, Leute, ich lasse mir nicht einen neuen andrehen. Aber Herr Brodschinski, es war alles ganz einfach. Wenn Sie sagen, der Wagen wird repariert, dann wird er repariert. Machen kann man alles. Eben, aber nicht mit mir. Das hätte mir gerade noch abgehen, dass ich mir einen neuen Wagen kaufen müsste. Herr Brodschinski? Ja? Das mit der Firma Zunder geht klar. Die haben so ein Laster. Ach, das ist aber schön. Schönen Dank, Herr Wiegand. Ja, ich werde gleich mal vorüberschauen, ja. Und ich kann mich darauf verlassen, dass das... Sie kennen sich, ja. Morgen um 10 Uhr ist der Hof wieder jungfräulich und sauber. Auf Wiedersehen, Herr Brodschinski. Auf Wiedersehen! Und der Schlüssel steckt. Ja, danke. So.
Die VW-Pritsche kostet pro Tag 54 Mark und pro gefahrenen Kilometer 30 Pfennig inklusive Mehrwertsteuer. Das sind bei ca. 100 gefahrenen Kilometern pro Tag. Sie fahren dann nach Griesheim. Ja, so groß macht er täglich. Mhm. Sind 700 mal 30 sind 210 plus 54 mal 7 sind 378, macht 588, also rund 600 Mark in der Woche. Das ist ganz schön. Und Sie brauchen die Pritsche für? Ja, für 14 Tage, also für 2 Wochen. Rund 1200 Mark. Ja, das würde mich ja nicht kümmern, wenn ich da nur wüsste. Nämlich, das bezahlt doch die Versicherung. Wenn der Schädiger die Alleinschuld hat. Hat er, ja. Aber muss ich das nicht vorlegen? Nicht, wenn wir mit der Versicherung abrechnen. Das machen Sie? Natürlich. Na, dann können Sie ja alles schon schreiben, ja. Bitte sehr, die Dame ist mir hinten drauf, wie ich schon gestanden habe. Bitte. Mhm. War die Polizei da? No. Ohne Polizei hätte ich die ja gar nicht von der Stelle gelassen. Ja. Und die hat alles vermessen? Spuren und so? Zeugen? Nein, hat sie nicht. Nein, ja. Weil doch alles sonnenklar war, nicht? Sie kriegt ja auch einen Bußgeldbescheid, die Frau. Ja, ja, das geht dann schon in Ordnung. Füllen Sie hier diese Mietwagenkostenübernahmeerklärung aus. Mit Unfallkurzbericht. Das geht von uns an die Versicherung des Schadenstifters. Da sind Sie alles los. Die Leihwagensache zu mir. Sagen Sie, könnten Sie mir da nicht behilflich sein? Ich meine überhaupt, dass ich nichts versäume, nicht mit dem Sachverständigen und dem Abschleppwagen und der Reparatur. Das kostet doch alles Geld, nicht? Und die Brüder, die haben am gleichen Nagelbein, nicht? Und was ist mir schließlich all meine Rechte, die ich habe, wenn ich sie gar nicht kenne? Das tut mir leid, Herr Puczynski, aber das darf ich nicht. Das ist Rechtsberatungsmissbrauch. Was ist das? Rechtsberatungsmissbrauch. Aha. Streng genommen darf ich Ihnen noch nicht einmal raten, sich überhaupt einen Mietwagen zu nehmen. Das darf nur der Anwalt. Was heißt das, dass ich mir einen Rechtsanwalt nehmen muss? Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie nichts falsch machen, ja. Die Kosten? Die übernimmt in Ihrem Fall die gegnerische Versicherung. Und Sie? Wenn Sie mir das sagen? Wir nehmen nichts. Das ist doch hirnrissig. Nehmen Sie mir das nicht für übel. Sie sitzen da, wissen, was so gespielt wird, besser wie jeder andere. Und Sie dürfen mir nichts sagen, obwohl Sie kein Geld dafür nehmen. Und der Rechtsanwalt, der Geld dafür nimmt, der kann mir nichts sagen, weil ich gar nicht so schnell einen Termin kriege. Oh, Leute, Leute, Leute. Na ja, es gibt ja auch Anwälte, die weniger zu tun haben. Also das kenne ich von der Frau Lohmeier, ihrer Scheidung. Wie Sie so einen gefunden haben, nicht? Da kann ich mir gleich einen besseren nehmen, bei dem ich warten muss. So ist es. Theoretisch gesagt. Theoretisch könnte ich doch eigentlich in der Zwischenzeit alles Mögliche falsch machen. Na ja, dafür haben Sie ja dann später einen Anwalt. Also hier haben auch einige Leute unter der Hitze gelitten, was? Könnten Sie mir vielleicht wenigstens einen Tipp geben, was so ein schlauer Mensch macht? Reichen Sie uns sämtliche Rechnungen zu. Abschleppwagen, Reparaturkosten, Sachverständigenkosten und so weiter. Wir wickeln das für Sie ab. Unterschreiben Sie hier. So gern ich das auch möchte, aber Sie dürfen doch das nicht. Nehmen Sie an, wir machen das über unseren Hausjuristen. Herr Dickert, Sie sind ein Menschenfreund. Ja, Kilometerstand stimmt. Papiere sind im Handschuhfach vollgetankt, der Sack. Und Öl und so? Alles in Ordnung. Ganz neues Sitzgefühl. Ja. Mit der Bedienung kennen Sie sich aus. Ja, ne? Denke schon, ja. Na, das ist ja alles in Ordnung. Dann kannst du ja losgehen. Ja, damit der Rubel rollt, nicht? Wiedersehen, Herr Puczynski.
Morgen. Guten Morgen. Heute habe ich schöne Kartoffeln für Sie. Brauner Studienrat. So. Bitte schön. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 110, 130, 150, 200, 250. So. Spinat. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Bei Frau Lohmeier stehen zwei Steigen voll im Geschäft. Was kriege ich auf dieses Nudelbrett von Ladefrecher schon drauf? Nicht, das wirkt sich natürlich aus. Na, Sie haben ja das Behelfsauto immer noch. Ja, 14 Tage haben die ja gleich zu mir gesagt. Noch Mohrrübchen? Ich dachte, das ist schon länger. Nein, Dienstag, Frau Doktor. Das sind heute genau 12 Tage. Ja, wie die Zeit vergeht. Ich muss mich wieder mal drum kümmern. Gute Besserung. Oh, danke. Dankeschön. Dankeschön. Am Freitag können Sie wieder alles von mir kriegen. Haben Sie Herrn Broschinski jetzt erreicht? Ich muss den Mann haben. Aber jetzt in der Mittagszeit. Da rufen Sie mal bei der Fiducia an, was da los ist. Irgendwas muss doch geschehen. Schlapperei. Machen Sie das nicht in Augenhöhe. Sonst nützt Sie das nicht viel, sagen die Sicherheitsexperten. Wegen dem Peitschentrauma, wie man das nennt. Danke. Bitte. Ja? Das ist doch nicht möglich. Herr Borschinski hat uns doch diese Versicherung genannt. Und Sie haben mit der Fiducia telefoniert? Das begreife ich nicht. Unter welchem Namen haben Sie denn nachgefragt? Isel. Ist das der Name, der auf dem Zettel stand, den uns Herr Broschinski... Und? Nicht gemeldet? Ach Unsinn, der Unfall muss doch gemeldet sein. Das Kennzeichen führt uns auch nicht weiter, aber gut, versuchen Sie es. Ja, sagen Sie mir Bescheid. Es gibt Ärger. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht möglich. Sie haben ja noch nicht angefangen. Warum? Tut mir leid, aber es hat sich noch kein Sachverständiger blicken lassen. Vermutlich ist doch keiner beauftragt. Wir haben versucht, Sie zu erreichen. Wieso? Ich denke, die Versicherung schickt Sachverständigen. Das musste ich annehmen. Wir haben darum bei der Fiducia nachgefragt. Da stellt sich heraus, der Unfall ist gar nicht gemeldet von deren Versicherungsnehmer. Die wissen von nichts. Ja, aber das kann es doch gar nicht geben. Ich meine, wenn man hat Unfall, muss man doch Unfall melden. Ich bin nicht so sicher, dass man das muss. Natürlich muss man. Was ist denn ein schriftliches Schuldeingeständnis, wenn Versicherung nichts weiß? Regen Sie sich doch nicht auf, Herr Broschinski. Wir können das nicht klären. Aber gehen Sie doch mal hin und sprechen Sie mit der Frau. Und ob ich hingehe? Noch heute Mittag werde ich hingehen. In Friseursalon. Einen Augenblick, bitte. Da werde ich ja hören, was gibt. Ja? Und? Also wissen die doch von dem Unfall. Durch die Leihwagenfirma, natürlich. Und diese Frau, deren Versicherungsnehmerin, die haben sie angeschrieben. Und klar, solange die sie nicht meldet. Danke. Der wird seine Freude haben. Darf ich Ihnen die Sachen einpacken? Danke, das geht schon so. Für Fräulein Engel. Danke. Auf Wiedersehen bis Freitag, 10.30 Uhr. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Auf Wiedersehen. Kennen Sie bitte Frau von Rode aus. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Frau Isel, entschuldigen Sie mich. Aber ich... Thank you.
Kann ich was für Sie tun? Ja, Sie könnten vielleicht Frau Isel sagen, dass ich nicht so sehr viel Zeit habe. Ich bin sozusagen auf Tournee mit meinem Wagen. Und? Isel, Sie können das auch mit mir besprechen. Ich bin gut informiert. Brodzinski, die Frau Gemahlin ist wohl nicht abkömmlich. Sie hat zu tun. Ja, ich nehme an, dass sie sehr viel zu tun hat. Denn sonst hätte sie ja sicherlich in den 12 Tagen Zeit gefunden, ihrer Versicherung den Unfall zu melden, in den sie mich verwickelt hat, nicht? Mit Verlaub zu sagen, schönen guten Tag, Eva. Fräulein Barbara, ist frei? In 5 Minuten. Wunderbar. Okay. Gehen Sie doch vielleicht etwas beiseite. Guten Tag. Von Gysi. Zur Sache, Herr... Sie wollen wissen, warum meine Frau den Unfall noch nicht gemeldet hat. Nun, wir sind der Meinung, dass sich das bei genauem Hinsehen erübrigt. Erlauben Sie, Ihre Frau... Und Sie sollten nicht so tun, als ob Sie das erstaunt. Sie wissen sehr genau, warum. Also spielen Sie mir kein Theater vor. Ich bin durchaus bereit, mich mit Ihnen dahingehend zu verständigen, dass jeder seinen Schaden selbst bezahlt. Auf diese Weise erhalten wir uns wenigstens den Schadensfreiheitsrabatt. Sind Sie einverstanden? Gut. Wenn nicht, wenn Sie darüber hinaus noch irgendwelche Ansprüche stellen, bitte, Sie können es auch anders haben. Sagen Sie, wie kommen Sie mir eigentlich vor? Bin ich Ihrer Frau aufgefahren oder Sie mir? Dass meine Frau aufgefahren ist, bestreiten wir nicht. Aber Sie sollten sich hüten, Kapital daraus schlagen zu wollen. Denn es interessiert die Gerichte sehr, was diesem Unfall vorausgegangen ist, wie es überhaupt dazu kam. Ich muss nicht deutlicher werden. Doch, bitte. Reden Sie ruhig deutsch mit mir. Das verstehe ich am besten. Stellen Sie sich doch nicht dumm, Verehrter. Wenn Ihnen Ihre Frau da irgendwelche Räuberpistolen erzählt hat und sich dadurch... Wollen Sie vielleicht bestreiten, dass Sie meine Frau mehrfach am Überholen gehindert haben? Was hab ich? Und dass Sie schließlich, weil meine Frau empört gehupt hat, diese schikanöse Gewaltbremsung vom Zaun gebrochen haben? Nachdem es gekracht hatte, angeblich wegen eines Radfahrers? Aber ich kenne die Straße. Sie ist breit genug. Und ich bin seit 25 Jahren Autofahrer. Also, wenn Sie mir so kommen, da kann ich Ihnen nur sagen, das kümmert mich überhaupt nicht. Dass Sie Ihrer Frau mehr glauben als mir, das kann ich Ihnen noch nicht einmal verübeln. Aber Gott sei Dank habe ich das hier schriftlich. Hier. Dass ich an dem Unfall mit dem Wagen DRC X171 die alleinige Schuld habe, als ob ich das nicht geahnt hätte. Können Sie jetzt erzählen, so wie Sie wollen, Märchen wie bei Gebrüder Grimm. Dagegen können Sie nicht anstinken. Der Wisch nützt Sie gar nichts. Wir haben uns da genau erkundigt. Und ich empfehle Ihnen, das auch zu tun. Das ist ein Schuldanerkenntnis, das in einer Schocksituation abgegeben wurde. Damit können Sie die berühmten Hühner füttern. Und jetzt darf ich Sie vielleicht bitten, den Rest schriftlich. Pfui Teufel, was gibt es so für Leute? Aber recht bleibt recht. Sie Nobelfigaro, Sie. Der Mensch kann heute nicht etwas schreiben und morgen dann erklären, April, April, das gilt nur für die Hühner. Das werden wir ja sehen, ob Ihre Versicherung genauso darüber denkt. Aber natürlich. Es muss doch rein theoretisch die Möglichkeit bestehen, eine in einer Schocksituation abgegebene falsche Beurteilung zu revidieren. Daran jemand aufzuhängen, das wäre doch glattes Unrecht. Ja. Dann nützt mir das also gar nichts, was ich da habe. In der Form wenig. Selbst wenn unser Versicherungsnehmer noch zu dem Inhalt stehen sollte, wir als Versicherung können das Schreiben in keinem Falle anerkennen. So. Sie auch nicht. Und zwar deshalb nicht, weil es die Wertung eines Unfallgeschehens darstellt, das der Laie rechtlich zu beurteilen gar nicht in der Lage ist. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, wenn ich ehrlich bin. Geben Sie Acht. Sie bremsen, fahren auf, glauben, Sie haben die Schuld, geben das schriftlich zu und später beim Eintreffen der Polizei stellt sich heraus, dass Sie beim Bremsen auf eine Ölspur gerieten, Ihr Lastwagen gemacht hat, der 200 Meter weiter vorn Öl abliefert beispielsweise. Wären wir nun an Ihr Schuldanerkenntnis gebunden, dann müssten wir doch für einen Schädiger zahlen, der gar nicht unser Versicherungsnehmer ist. Das ist doch unzumutbar. Ja, das leuchtet mir ein, ja.
Anders wäre es, wenn in Ihrem Falle die Frau geschrieben hätte, ich habe nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand eingehalten und deshalb bin ich aufgefahren. Aus diesem Grunde werde ich für alle Kosten aufkommen. Damit sagt sie, was sie falsch gemacht hat, ohne den Unfall schuldrechtlich zu bewerten. Dabei ist der letzte Satz von der Übernahme der Kosten besonders wichtig, denn ohne ihn ist ein Schuldanerkenntnis nach der gültigen Rechtsprechung praktisch nutzlos. Latticher. Ist der Hacker jetzt da? Ja. Der Sachverständige. Er soll mich doch mal anrufen. Eines verstehe ich da nicht. Wenn ich Sie so höre, dann haben Sie dauernd recht. Aber ich habe doch auch recht. Vielleicht sogar das größte Recht. Denn ich habe doch den Schaden. Soll das denn alles, ich meine, was Sie mir bisher gesagt haben, bedeuten, dass Sie ebenso die Schuld, ich meine, also die Übernahme, oder wie man das auch nennt, dass Sie das ebenso ablehnen? Aber keineswegs. Bis jetzt können wir uns nur zu dem Unfall nicht äußern. Was wissen wir? Sie haben uns den Unfallhergang geschildert. Die Schilderung unseres Versicherungsnehmers steht noch aus. Wir haben das angefordert und nun müssen wir warten. Nein, nein, also mein lieber Herr. Also warten, dagegen habe ich was. Ja, ich möchte jetzt endlich wissen, woran ich bin. Wenn sich diese blonde Undolese noch ein Vierteljahr Zeit lässt, dann warte ich noch in einem Vierteljahr auf meinen Wagen. Und inzwischen verkaufe ich mit der Notlösung von der Wagen nur die Hälfte von Obst und Gemüse. Ja, ist überhaupt zulässig, dass man so lange zögert? Was sagt der Gesetzgeber? Wollen doch mal so fragen. Der Gesetzgeber hat den Begriff der Schadenbehebungspflicht klar formuliert. Und danach sind wir verpflichtet, in angemessener Frist, wie es heißt, zu regulieren. Aber das können wir naturgemäß erst dann, wenn auch der Versicherungsnehmer seinerseits seiner Verpflichtung gemäß den AKB nachgekommen ist. Gemäß was bitte? AKB, allgemeine Kraftfahrtversicherungsbedingungen, und den Unfall umgehend gemeldet hat. Umgehend, ja. Und bis wann spätestens ist das, damit Sie dann in angemessene Frist regulieren können? Tja, was sind dehnbare Begriffe? Nach Paragraph 7 Absatz 2, wenn ich nicht irre. Paragraph, ja, das alles hervorragend geregelt, nicht? Merkwürdigerweise immer nur zum Nachteil von dem, der Ansprüche hat. Ich habe die Bestimmungen nicht gemacht. Ja, aber Sie sitzen doch auf dem Stuhl. Sie, Ihr Chef und alle anderen in dieser Versicherung, die wissen doch sehr gut, was Verzögerung bedeutet. Warum ändern Sie nicht Paragraph? Paragraph, ja, Paragraph ist für Mensch und nicht für Versicherung. Lattich? Ja, Herr Hacker. Sie wissen, worum es sich handelt. Na, prima. Und wann können Sie sich den Hanomag ansehen? Morgen um 10? Ja, das passt ja. Im Autohaus Neubert. Ebenso schnell wie möglich. Danke. Morgen früh um 10 ist er da. Na, bitteschön. Geht doch. Mit der Reparatur kann also begonnen werden, so wie Sachverständige da war? Sofort, schon morgen. Ja. Und diese Kosten? So wie alle Voraussetzungen gegeben sind, werden wir schnellstens regulieren. Auch selbstverständlich. Sehen Sie, so gehört sich das für Versicherung. Vermutlich auch der Achskörper, der Rahmen mit Sicherheit, Kotflügel, Reifen, Ladeklappen, die ganze Pritsche ist verschoben und hat aufs Führerhaus gedrückt. Plane, Halterung, Lackierung, also alles in allem, wenn Sie das Fahrzeug reparieren lassen wollen. Ich nehme an, das wollen Sie. Natürlich, was sonst? Ja, es bleibt nur die Abrechnung auf Totalschadenbasis. Heißt das, der Wagen ist nicht mehr zu reparieren? Zu reparieren ist er schon. Nur die Kosten von 5.000 bis 6.000 Mark sind wesentlich höher, als das ganze Fahrzeug vor dem Unfall überhaupt noch wert war. Aber womit soll ich denn fahren? Ich muss den Wagen wieder haben. Reden Sie doch mit ihm. Sie hören Sie, der Wagen war völlig in Ordnung, ja? Nicht das neueste Modell mehr, aber für mich, da hat es gelegt. Aber jedenfalls, so möchte ich den Wagen wieder haben. Nicht mehr und nicht weniger. Herr Brodzinski, so schwer das auch für Sie einzusehen sein mag, das Auto, von dem Sie reden, das hat es mal gegeben. Wir müssen jetzt von dem reden, was da steht, und das ist... Ja, das ist für mich ein und dasselbe. Wenn der Wagen repariert wird, dann ist er wieder wie früher. Und dass das möglich und ist... Und wer soll das bezahlen? Na, ich vielleicht. Wozu ist denn eine Haftpflichtversicherung da? Sie können doch von der Haftpflichtversicherung nicht verlangen, dass sie Reparaturkosten übernimmt, die den Wert des Wagens übersteigen. Ja, warum nicht? Wenn das möglich ist, mit keinem Auto kann ich nicht fahren. Und im Rucksack ist wenig Platz für Obst und Gemüse. Ja.
Der Rennfahrer für die Säse, die konnte mir auch hinten drauf fahren und hat mich nicht gefragt, ob mir das da ja zu stehen kommt. Das ist eine Logik, der ich nicht ganz folgen kann. Ja, aber sie liegt doch auf der Hand, nicht? Sie sagen, für die Versicherung kommt die Reparatur zu teuer. Das darf ich nicht verlangen. Aber die Versicherung darf von mir verlangen, dass ich ein kaputtes Auto habe, mit dem ich nichts anfangen kann. Ist das richtig? Herr Boczynski. Also, Herr Sachverständiger, Sie sind doch neutral. Ich bitte, geben Sie doch zu. Ich meine, wenn hier jemand drauflegen muss, dann gefälligst die Versicherung. Und die Versicherung von dem, der Schuld hat, aber doch nicht ich. Oder ist das falsch? Das steht leider nicht zur Diskussion. Es gibt da verbindliche Bestimmungen, an die ich gebunden bin. Danach bekommen Sie bezahlt den Wert des Wagens vor dem Unfall abzüglich dem Restwert. Bitte zahlen. Bitte schön, ihn zahlen. Der Hanno Mark hat einen Wiederbeschaffungswert von Baujahr, Kilometerleistung, Zustand, noch TÜV abgenommen, ein Jahr, 5000 Mark. Ein Resterlös wäre zu erzielen von ca. 1200 Mark. Das ergibt eine Differenz von 3800 Mark. Das ist das, was Sie bekommen. 3.800 Mark. Und? Ja, und woher kriege ich für 3.800 Mark ein anderes Auto? Ein Spezialfahrzeug? Denn die 1.200 für meinen alten, die muss ich ja auch erst kriegen. Sie können ja auf Ihre Kosten reparieren lassen. Und die 2.000 drauflegen, wenn das reicht. Also ich bitte schön, Herr Sachverständiger, ich meine, so kann man doch einen Menschen nicht abschmieren. Und was ist, wenn ich die 2.000 nicht habe? Wenn Sie sie nicht haben, dann müssen Sie sich das Geld aufnehmen. Ach so. Bezahlt mir die Versicherung die Zinsen? Herr Sachverständiger, ich bitte Sie, machen Sie mich nicht verrückt und unglücklich. Ich meine, da muss es doch irgendeinen Dreh geben, dass diese Brüder die Reparatur bezahlen müssen. Tut mir leid, aber einen Dreh gibt's da nicht. Dann ist das endgültig. So ziemlich. Woher weiß ich, dass das endgültig ist? Wenn Sie das möchten, unsere Schadenabteilung gibt Ihnen das gern schriftlich. Wieso Ihre? Sie sind... Von der Fiducia, ja. Sie erkenne ich nicht an. Mit Ihnen habe ich überhaupt nichts zu tun, dass Sie das wissen. Auch ein amtlich bestellter Sachverständiger... Sie können mir viel erzählen. Mein Gutachten... wird sein für mich günstig. Dass ich nicht lache. Der Wolf hat im Hinterstall gefrischtigt und schickt den Fuchs als Gutachter. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Ich verbitte mir Ihre Beleidigungen. Sie haben sich nichts zu verbieten. Sie haben sich höchstens auszuweisen. Sind Sie überhaupt vereidigt? Auch ein vereidigter Sachverständiger wird Ihnen nichts anderes sagen. Aber bitte, es soll nicht heißen, ich habe etwas unversucht gelassen. Machen Sie eine optische Vermessung, Lenkgeometrie, prüfen Sie den Rahmen auf Verzugstellung und Spur der Hinterachse und so weiter. Und die Kosten dafür? Die übernehmen wir. Wann können Sie das machen? Muss ja passieren. Der Mann braucht ja seinen Wagen. Ich habe jetzt um 11:30 einen Termin, sagen wir um 1 bin ich da. 13:30? Werden Sie da sein? Worauf Sie sich verlassen können. Bis später, die Herren. Ist der überhaupt kein Vereidigter? Einer von der Versicherung. Ungeheuerlich, diese Brüder. In der Regel geht das mit ihnen reibungslos über die Bühne. Kunstig, wenn die Leute keine Ahnung haben. In Grenzfällen gebe ich Ihnen ja recht. Kommen Sie doch mal mit. Sie brauchen doch jetzt einen vereidigten Sachverständigen, nicht wahr? Kennen Sie einen guten? Ich habe eben mit dem Weibrecht gesprochen, der ist gerade bei uns. Weibrecht, ja. Ist das der Dippel Hinsch? So ziemlich der Beste. Ja, den habe ich schon bei meinem früheren Unfall mal gehabt. Viel geholfen hat er mir allerdings auch nicht, aber das hat nicht an ihm gelegen. Aber die Versicherung macht es dann nicht seiner Sache. Glauben Sie, der sieht sich meinem Wagen heute noch an? Das mit Sicherheit. Aber äußern wird er sich erst nach der optischen Vermessung. Darum habe ich ja dem Hacker auch gleich zugesagt. Er geht alles in einem. Und wer bezahlt dem sein Gutachten? Die Fiducia. Das heißt, wenn er zu einem anderen Ergebnis kommt. Und das ist in solchen Grenzfällen meistens der Fall. Und wer bestimmt das? Notfalls das Gericht. Na bitte, manchmal hat man was Rechtes einfach im Gefühl. Muss ja auch nicht. Es kann sich schließlich nicht jeder gutachtlich äußern. Hm? Dieter. Ja? Wo ist denn der Klöss? Der soll den Hanno mal reinholen. Dem doch jetzt Versammlung, 11:30. Ach so, ja. Hoffentlich sind die bald fertig. Guten Tag. Herr Boczynski, Herr Weibrecht. Wir kennen uns. Ich habe das Motorrad überfahren. Wissen Sie noch? Na, wegen dem Polizisten. Ah, ja. Ja. Wir nehmen den Hannemark jetzt rein. Klaus, Dieter, Jürgen, komm mal her. Wir müssen den Hannemark reinschieben.
Ja, diesmal handelt es sich eigentlich um Folgendes, Herr Diplomitschene. Ja, die Fiducia, die hat einen Sachverständigen zu mir geschickt und mit dem bin ich nicht sehr glücklich. Der behauptet nämlich... Ach, das interessiert mich nicht. Ich bin gern unvoreingenommen. Natürlich, ja. Ja. Für mich stellt sich ja nur die Frage, darf ich mein Auto reparieren lassen, beziehungsweise muss die Versicherung die Kosten übernehmen oder nicht, in meinem Fall? Das werden wir alles sehen. Herr Brudzinski! Ja? Ah, Herr Brudzinski, Telefon. Ja, natürlich, das werden wir alles sehen. Ja. Ja, Brudzinski. Mann, wo bleibst du nur? Ich hab dem Lieferant versprochen, heute kriegt er sein Geld und... Wieso in der Werkstatt? Ist der Leihwagen jetzt auch kaputt? Ach, das noch. Also Franz, mich interessiert jetzt nicht der Leihwagen und auch nicht der Sachverständige. Ich muss den Mann bezahlen. Die letzte Rechnung steht noch offen. Und ich kann die Kunde nicht wieder wegschicken wegen Lieferschwierigkeiten. Die braucht doch bloß drüber in den Supermarkt da reinzugucken. Kein Wunder, dass keiner mehr kommt. Die Leute sind doch nicht blöd. Du hast noch nichts eingenommen. Wie soll ich denn das? Ich bin doch seit 10 Uhr hier. Nimm das Scheckbuch. Du sollst das Scheckbuch nehmen. Na, ich weiß, dass da nichts mehr drauf ist, aber das kann man doch ändern. Vom Sparbuch, wo sonst her? Also Franz, das ist unverantwortlich. Wenn wir damit erst einmal anfangen, dann stockt doch lieber der Kredit auf. Den müssen wir bezahlen und den bezahlen wir auch. Aber nein, ich bin nicht vernünftig. Du weißt selbst, dass es nicht mehr lang so weitergeht. Morgens um 5 in die Großmarkthalle, dann bei Wind und Wetter bis zum Abend an dem Waren. Das hältst du auf die Dauer nicht durch. Ja, in ein paar Jahren ist es geschafft. Dann hast du dein Todolade, dein Papierwaren, kriegst der Zeitschrift und Zigarette geliefert und... Das musst du wissen. Du bist alt genug. Ja. Fahr vorsichtig. Frau Lohmeier! Ein Augenblick, bitte. Wenn wir die Wagen drin haben, dann gehst du mal in den Mannschaftsraum und fragst nach, wie lange die noch tagen. Klar? Und deshalb sollst du da was unternehmen. Schließlich bist du unser Obmann. Unsere Lohnerhöhung ist durchgegangen, 8%. Und was haben wir gekriegt? Weniger als nichts. Und wenn die sich herausredet, dass das nicht für uns gilt, weil wir sowieso schon dick über Tarif bekämen, was kriegen wir da noch mehr? Das macht Benachteiligung für uns. Genau. Denn laut unseren Verträgen können die Lohnerhöhung weitergeben. Können, aber sie müssen nicht. Männer, ich hätte auch gern die 8% mehr. Aber ist doch ein Unterschied, ob ich fordern kann oder bitten muss. Sie müssen denen auf die Füße treten. Freiwillig rücken die nichts raus. Das haben die früher mal gemacht. Die Zeiten sind längst vorbei. Was soll's? Ihr hört doch, er will nicht. Natürlich will ich, du Drillbohrer. Aber ich hol mir nicht gerne einen Korb, ohne was ins Nest zu legen. Was bleibt Ihnen dann übrig, als zuzustimmen? Wenn die ablehnen, was dann? Dann stehen wir da wie Pik 7. Ziehen den Schwanz ein und... Das war's, ne? Ohne mich! Wer verarscht euch die Unberechtigung? Ich möchte Sie ja nicht lächeln, Herr Sachverständiger, aber dazu können Sie stehen. Befragen Sie doch einen Anwalt, wenn Sie mir nicht glauben. Ich kann mich beherrschen. Was Sie sagen, genickt mir völlig. Und Ihre Rechnung? Reichen Sie der Versicherung zu. Dankeschön. Schönen Dank. Glaub, mit mir können Sie es machen, die Brüder, die. Was ist denn das? Schadensfeststellungskosten. Da rechnen wir dann mit der Reparatur. Ich habe aber noch gar keinen Auftrag von Herrn Brudzinski. Den können wir sofort abhelfen. Jetzt läuft's. Wo? Hier bitte. Bitte schön. Mahlzeit. 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 Ach, der Sachverständige. Nur pünktlich ist er ja. Na, hat sich was Neues ergeben? Ja. Ich lasse den Wagen reparieren. Das hatten Sie bereits angedeutet. Und Ihre Versicherung wird die Kosten übernehmen. In voller Höhe.
wollte ich sagen. Na, das ist neu. Eben. Und schöne Grüße an die Fiduzia.